Good morning und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin auf dem Weg zum Bergsviertel, ins Bergsviertel. Ich muss gleich eine Kooperation abschuten. Richtig gut mit dem Basketballkorb auch. Habe ich da gemacht. Das ist mein Outfit. Das ist ein Sportlabel. Wir riechen gerade sehr gut. Ja. Weil wir 10 Parfums dran haben. Boah, meine Top. Das riecht auch so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ich hole mir das auch alles mal schauen. Die Matcha ist extrem gut. Und Vivi hat mit Kokosmilch. Sehr lecker. Nächstes Mal nehme ich auch mit Kokosmilch. Ich habe aber mit Eis und Vivi hat einen warmen. Das sieht so gut aus, vielen Dank. So lieb. So, das hast du manifestiert. Ich schwöre. So süß. Oh mein Gott. Ich schwöre zur Zeit richtig krass, ne? Das muss aussehen. Das ist crazy. Eine Welle zur Zeit. Alles, wo ich dran denke. Was passiert? Wenn du jetzt nicht dran glaubst, dann weiß ich auch nicht. Ich finde es so toll, dass du jetzt auch ans Manifestieren glaubst. Das ist mein allererstes Matcha-Croissant. Ich habe noch nie einen so fettbefüllten Croissant gesehen. Das ist richtig gut, die Creme. Oh mein Gott, schmeckt schon gut. Morgen kam noch ein Paket an, und zwar von Makani, und ich freue mich richtig drauf, weil ich habe schon sehr viel über diese Taschen gehört. Und zwar habe ich mir die von Makani, die Mana Dark Brown bestellt. Ich liebe braune Taschen irgendwie. Boah, diese Ecktasche. Das ist schön. Cute! I love it! Die so, ist super schön. Mich auch, richtig toll. Die wird mir aufgefallen. Kannst du gerne mal ausleihen. Zwei Henkel, einmal so ein kurzer. Und den langen kann man sogar nochmal verstellen. Das finde ich hier sehr gut. Mein Handy passt rein, Geldbeutel passt rein und Schlüssel passt rein. Mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man unterwegs ist. Gleich noch ein Lippenstift. Und es ist veganes Leder, was mir auch immer sehr wichtig ist. Wir haben super viele weitere Taschen und Formen und Farben. Und ich habe tatsächlich sogar einen 20% Code für euch. Good morning! Today is the day of the Bergschau. Heute ist quasi meine letzte Benotung in meinem Studium. Es zählt nämlich jetzt noch 20% zu meiner Bachelorarbeit dazu. Jetzt ist es gerade mittags, ab 16 Uhr geht's los. Ich werde jetzt aber noch schon noch 2 Stunden vor oder so noch zum letzten Aufbau dazukommen. That's the fit of the day. Ich habe meine Devil-Ohrringe drin und die habe ich auf dem RAW-Flohmarkt gekauft in Berlin. Die Spangen, das sind Pistolen, richtig cool. Die habe ich auch aus Berlin vom Coexist Store. Und die Kette habe ich von Bijou Brigitte. Ja, ich bin gerade auf meiner Werkschau. Das ist mein Room hier, den ich gebaut habe. Ich habe ihn wirklich gebaut. Du machst ein bisschen.
Ja, wo man auch sieht, die Leute, die haben auch Mühe. Genau, also die offiziell nur so halt verloren hat zumindest. Spaß. Seid ihr auf dieser Afterparty? Wie ist die Lage? Ich bin so aufgeregt. Ich bin nominiert unter den Top 5 und ich muss gleich von der Jury. Wir sind heute mal auf dem Viktualienmarkt und holen uns eine saure Gurke. Valentina, genau. Hat die schon mal gegessen. Hier gibt es nämlich die Gurkenecke. Die saure Ecke. Und anscheinend kostet die nur 60 Cent oder so, ne? Ja, ist echt günstig. Ich habe noch nie so eine einzelne große Gurke gekauft. Also, first time. Also, ich hatte letztes Mal die mit Chili. Ach, da kann man Toppings auch noch. Nein, es gibt aber verschiedene Sorten. Ach so, okay. Ich freu mich. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Okay, we got it. Cheers. Cheers. Taste test. Wow, geil. Gut? Schwierig zu beißen. Oder? Herr Süßer war voll der gute Call. Oder? Sag ich auch. Spaziergang. Was ist dein Feedback zum Haus der Kunst? Instagram versus Reality. Ja, also es war schon cool, aber es waren sehr, sehr viele kleine Kinder da. Vielleicht hatten wir auch gerade nur Pech, weil Sonntag war, aber... Und demnach hat es auch ein bisschen gerochen. Ja, es hat so nach... Schweiß. Kinderspielstätte Schweiß gerochen. Also wenn ihr Student seid, dann geht hin, aber die normalen Tickets hätte ich niemals eigentlich so gezahlt. Wieso, wie viel bitte? 15 Euro. Und was haben wir als Studenten gezahlt? 5 Euro. Nee, du bist gar kein Student. Ich habe für dich 15 gezahlt. Wieso? Was, wieso? Ich sag ja, ich bin Student. Ich wusste nicht, ob die das kontrollieren. Wie so eine Lehrerin mit der Brille. Aber ich habe jetzt mal wieder eine Blaulichtbrille angezogen, weil ich zurzeit halt super viel am Laptop arbeite, Videos schneide, ich mache mein Portfolio gerade, mein Social Media Kit. Ich habe gerade ein Paket bekommen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist, deswegen schauen wir jetzt mal rein. Da ist sogar eine kleine Karte dabei. Ah, oh mein Gott, no way! Oh, this is the cutest. Pretty Ballerinas. Ist schon so lang her, ich weiß gar nicht mehr, welche das sind. Oh, cute. Ich weiß
viele hassen diesen Ballerina-Trend und ich habe ihn am Anfang auch gehasst, aber jetzt liebe ich ihn. Wirklich, meine Meinung hat sich da komplett verändert. Das ist so crazy. Wie süß ist die Verpackung. Und nochmal in so ein Ding eingepackt. Ooh, love it. You will see me in these ones a lot. Ich liebe ja Spitze vorne. Ich kann mir auch eine gute graue Hose, oh, was heißt graue Hose dazu vorstellen. Und dann schauen so die Spitzen da vorne raus. Heute gibt es mal wieder Nudeln, was ganz Neues. Wirklich, Pasta ist live. Wenn ich esse, mache ich da immer noch so einen YouTube-Blog an. Gucken wir mal, wer was gepostet hat. Kam gerade noch ein neues Paket an. Und ich weiß schon, was da drin ist. Ich habe nämlich einen Duft-Dupe bestellt. So. Die stellen in Hamburg Duft-Dupes her. Und ich habe mir Le Mirage ausgesucht. Inspired by... Ich blende hier mal kurz den Namen ein. Ich liebe diesen Duft, aber er ist halt teuer. Und die Flasche hier kostet nicht mal 40 Euro. Deswegen... Oh mein Gott. No way. Oh mein Gott. Das ist mein neues Lieblingsparfüm. Hands down. Das for real ist mein neues Lieblingsparfüm. Good morning. Ich bin jetzt immer schon um 7 wach und gehe ins Fitness. Das ist dann ganz gut, weil da habe ich so eine Routine drin und ich habe schon meinen Sport erledigt in der Früh. Auch wenn es echt meistens immer nur so ein bisschen Cardio ist, aber damit ich mich ein bisschen bewege. Und jetzt geht's brunchen und ich freue mich so sehr, weil ich treffe eine alte Freundin von der Schule wieder nach Jahren. Wir haben uns echt so lange nicht gesehen. Da gehen wir jetzt gleich im Glockenbachviertel was fooden, beziehungsweise brunchen. Ich liebe Brunch. Es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Das ist Julia. Also ich finde ja die ganz toll. Also Julia sucht eine Box. Oha. Oha. Ich liebe ja dieses Lila. Das Lila finde ich auch sehr schön. Dann. Matching. Krass, die bequem. Den finde ich auch immer noch richtig schön. Den habe ich letztes Mal schon bewundert. Das ist so ein schönes Blau. Einfach zufällig Jess auf der Straße getroffen. Das ist einfach ein Putz, du kriegst als Serviette, benutzt den Schammer. Schöner. Ja. Meinen. Schön Tim zu greifen mit meiner rauchen Stimme. Jess ist ein bisschen krank. Wir sind heute in nur so Läden, wo man einfach alles mitnehmen will. Oh, ich dachte, ich habe jetzt einen neuen Gossip raus. Nee. Okay, cool.